Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Ride 2 auf der PlayStation 4. Letztes Mal sind wir auch wieder stehen geblieben bei den Sportbikes, glaube ich. Ja, genau, bei den Sportbikes. Ich glaube bis 420 oder 430 pp. Das muss ich nochmal nachschauen. Sogar, okay. Und ich habe mir mal die Gegner angeschaut und das waren ja, naja, andere Bikes als diese Suzuki, sondern das waren Giappone 52, also Magni Giappone 52. Und wie man sieht, das Bike hat deutlich mehr PS, es hat mehr Hubraum, weniger Zylinder, es wiegt zwar ein bisschen mehr, hat aber auch mehr Drehmoment und eigentlich viel bessere Stats bei viel weniger LPs. Kein Wunder ist das Bike so viel schneller. Dann nehme ich doch das mal. Es ist übrigens voll aufgemotzt, das Bike hier. Hoffe mal, das bringt was. So, was kann man über diese Magni sagen? Unter den vielen Magni-Motorrad-Enthusiasten gibt es eine große Verehrung für das Land der aufgehenden Sonne. Als Fukuda Motors, der japanische Magni-Importeur, den italienischen Hersteller Baden Motorrad zum 50-jährigen Bestehen seines Unternehmens auf den Markt zu bringen, musste die Magni-Familie nicht erst zweimal gefragt werden. Das Ergebnis ist die Giappone 52, ein Motorrad, das Magni nutzte, um das 20. Geschäftsjahr zu feiern. Die Nummer 52 bedeutet, dass nur 52 Exemplare dieses Modell hergestellt wurden. Natürlich nummeriert. Das Herzstück ist ein luftgekühlter Viertakt-V-Twin-Motor mit 1064 Kubik Hubraum von Moto Guzzi. Den Rest gibt's später, wenn sich das Bike bewährt. So, was machen wir zuerst? Es ist ein Fünfganggetriebe, sehr interessant. Na, da bin ich gespannt. Mal schauen, ob ich da irgendwas reißen kann mit dem Bike. Jetzt wieder auf den Kurs einschießen, so wie es aussieht. Okay, da war ich vollkommen falsch in der Spur. Ich dachte, es geht links. Kein Wunder auch. Deswegen, die ersten zwei bin ich momentan chancenlos. Liegt auch ein bisschen daran, weil ich die Strecke halt nicht mehr so gut kenne. Eigentlich lässt sie sich sonst gut fahren. Das war eigentlich nicht besser, also mache ich es nochmal.
verliere die ganze Zeit nur, weil ich den Kurs nicht kenne. Beziehungsweise bin ihn sicher schon mal gefahren, aber einfach viel zu wenig. Als ob ich ihn richtig kennen würde. Das Bike liegt ziemlich gut. Liegt sehr stabil, dreht wenig durch. Der Kurve hole ich aber auf. Da war ich zu spät dran. Ganz klar. Der Kurve habe ich ein bisschen aufgeholt. Also wenn er stürzt, bin ich nicht schuld dran. Zumindest diesmal nicht. Das war wohl vielleicht der Kurs, wo am wenigsten auf die Magni zugeschnitten ist, aber hat auf jeden Fall gereicht. War offenbar kein schlechter Kauf. Um für spätere Rennen, wo weniger Leistungspunkte gefragt sind, wird sie wohl sehr gut sein. Finde es schade, dass das aber nur ein Fünfganggetriebe ist. Aber ist jetzt halt so. Diesmal konnte die Magni eigentlich überhaupt nicht mithalten. Offenbar bevorzugt sie Kurse mit längeren Geraden. Und längeren Beschleunigungsstücken. Nehme ich jetzt mal an. So. 10. Neue Events verfügbar. Naked up to 600 pp. Okay. Wo auch immer das sein soll. Und wieder eine Saison abgeschlossen. Das heißt, wir können zum nächsten Event. Auf der französischen Riviera. Und da haben wir zwei Bikes, die wir gewinnen können. Entweder die MV Augusta F3675 oder die Energica Ego. Was haben wir zur Verfügung? Aha, Addon benötigt. Sowas hasse ich. Naked Bikes. Ach so, das ist wohl gewesen.
Hat man doch einiges zur Auswahl. Ja, ich weiß, ich habe nicht jedes Bike, ich hab's verstanden. Dann versuche ich es mal mit der hier. Wenn das nicht reicht, muss ich halt mal mit einem anderen Bike versuchen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Eva nicht dazu geeignet sein wird. Ist so ein bisschen zu schwach. Offiziell wurde die S1000R auf der EICMA Motorradmesse 2013 Mailand vorgestellt. Dieses Naked Bike leitet sich von der Supersport S1000RR ab. Das Erscheinungsbild dieses Modells verdankt der RR eine Reihe von Details, wie etwa die asymmetrischen Doppelscheinwerfer und das Heck. Die Seitenverkleidungen hat man hingegen reduziert, damit der Aufbau des Vierzylindermotors klarer erkennbar wird. Es geht so deutlich viel schneller mit dem Laden. Machen wir mal eine auf hohe Übersetzung. Schauen wir mal. Ob wir mithalten können. Da hatte ich das Glück. Da nicht. Da nicht. Na, ich muss bremsen, offenbar. Okay. Habe ich verstanden. So ein bisschen besser. Da war ich viel zu schnell. Und ich habe vergessen, dass ich die Traktionskontrolle ausgeschaltet habe. Ja gut, also ich mache hier jetzt wirklich einen großen Scheiß. Ich bring's nicht hin. Meine Güte. Wow, das war jetzt unerwartet. Anders muss. Anders kann ich es ja nicht groß machen, weil sonst habe ich. So viel Drehmoment. Ja, genau. Musste ja. Eigentlich, dass hier. So was passieren sollte.
Kurve eh nicht gut hinbekommen. Meine Güte, ich bring genau gar nichts hin. Ich bin zu langsam. Hab vielleicht eines der serienmäßig besten Bikes hier, aber kann nichts anrichten. Meine Güte, ich mache wirklich alles falsch. Die anderen sind einfach schneller. Vor allem auf der Geraden. Liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Übersetzung, aber trotzdem. Also, ich versuch's mal mit einer anderen Übersetzung und ansonsten muss ich ein anderes Bike nehmen. Also, es ein bisschen schwächer ist. Aber dafür tunbar ist. Weil ich glaube, allein mit Slicks kam ich da schon auf zu hohe Punkte. Okay, gut. Muss aufpassen mit dem Gas. Kann ich auch gleich neu starten. Das wiederum ist viel zu kurz. Also irgendwas ist nie gut. Entweder zu lang oder zu kurz. Und nichts, was passt. Warum falle ich um? Okay, das ist nicht gut. Jetzt vielleicht. Keine Chance. Keine Chance. Ich bin so viel schneller. Schaut euch das an. Das ist nicht normal. Und so schlecht aus der Kurve gekommen bin ich jetzt auch nicht. Das ist einfach zu kurz. Ich nehme ein anderes Bike. Es ist aber jedes Mal das gleiche. Ich treffe nie von Beginn an das richtige Bike. Ich muss immer zuerst mal versuchen, dann auf die Schnauze fallen und dann nochmal ein anderes auswählen.